Zu der Frage an mich, ob das ein Exportstopp sein muss von heute auf morgen, das weiß ich nicht. Es gibt sicherlich auch Verhandlungen und Verträge, die da jetzt zu berücksichtigen sind und Zusagen. Aber ganz klar ist, es muss eine Priorisierung geben. Und noch einmal, es wird im Moment exportiert in Länder mit eigenen Produktionskapazitäten, in Länder, die gut ausgestattet sind und die deutlich weiter sind beim Impfen als wir. Das muss man nicht verstehen. Dass man selbstverständlich auch anderen Ländern hilft, die diese Möglichkeiten selbst nicht haben. Das, also für mich zumindest ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man in einer Gemeinschaft sich auch gegenseitig unterstützt und hilft, insbesondere denen, die diese Möglichkeiten nicht haben. Aber wir müssen jetzt sehen, in der Situation, in der wir sind, dass wir auch vorankommen mit den Möglichkeiten, die wir haben. In unserem Land und in der EU gibt es Produktionskapazitäten, die müssen auch insbesondere dort zur Verfügung gestellt werden, wo es sehr knapp ist. Und bei uns ist es sehr knapp.